So, wir machen hier einfach nur kurz den Klempner. Das zahlt eh die Versicherung, das wissen wir doch alles. Ohne den Code konnte ich die Tür nicht öffnen. Hinter der Tür lagen die Suiten. Sie waren auch nicht besser als die normalen Apartments. Aha. Gut, das ist gut zu wissen. Oh nein, ein Fahrstuhl, da war ein Brett vor. Oh, ich habe so eine miese Befürchtung, was den Fahrstuhl angeht. Kein Hubschrauber, der uns so wegschießen will. Keine Explosion von unten. Im Fahrstuhl ist immer ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Die sind verrückt. Hilfe! Die wollen mich wegpusten. Hier wird niemand weggepustet. Entschuldigung, es waren dort drei Leute. Tut mir leid. Danke, Kumpel. Du hast mich gerettet. Gerne. Sie haben die Tür von außen versperrt. Das sind schlimme Zeiten. Die Tyrannei der Cleaner. Echt mal. Okay. Führt noch ein Weg hier raus. Über das Dach vielleicht. Bei den Tauben. Du brauchst den Code zur siebten Etage. Ed kennt ihn, weißt du? Ed, der Hausmeister. Armer Ed. Diese verrückten Cleaner haben sein Revier übernommen. Echt mal. An den Exkrementen kann man eine Taube leicht von einer Turteltaube unterscheiden. Ah. Und sonst noch was? Ah, dann halt nicht. Sekunde mal. Zahlt die Versicherung. Er mag ja auch bestimmt ein bisschen Frischwasser haben, nicht wahr? Alles klar, wir brauchen den... Oh, noch mehr Granaten, das ist... Erstmal eine Coke. Hier ist alles im Arsch. Wir zerschlagen hier alles, um das mal ersichtlich zu machen. Damit sie da oben mal was dagegen unternehmen. Oh. Ich finde aber insgesamt wohnen hier ganz sympathische Leute. Auch wenn der Reinigungsdienst ein bisschen höflicher sein könnte. Da muss ich dem werten Herrn Obdachlosen durchaus zustimmen. Und natürlich Max als Detective, der wohnt natürlich in einer abgeranzten Bude, ganz allein. Aber vielleicht ist ihm das alles einfach nur scheißegal, seitdem seine Familie gestorben ist. Okay, das ist jetzt sehr offensichtlich, dahinter was kommt. Oh, da ist doch sehr offensichtlich, dass man da nicht durchkommt. Toll. Und du? Ey! Klopf, klopf! Was soll denn das hier? Toll, kommt man jetzt wirklich nirgendwo hin von hier aus? Na, dann schauen wir mal da lang, wo wir vermutlich lang müssen. Basement, natürlich, im Keller. Da, wo der Hausmeister sitzen müsste. So, ein paar Deckungspappkartons, die wir vor uns herschieben können. So, wir sorgen hier mal kurz für ein... Hier ist es zu warm drinne. Da muss es kurz ein bisschen kühler werden. Und ein Indoor-Pool hat ja auch seine Vorteile. Da muss man nämlich... Da kann man nämlich auch im Pool sein, wenn es gerade regnet. Dann wird man nicht so nass. Ja, Max ist ein bisschen frustriert. Der zerschlägt einfach alles, was ihm über den Weg läuft.
Wir sehen, wie die sich auch alle dafür gar nicht interessieren, dass da eine Bombe explodiert ist und Feuer bei uns in der Bude brennt. Oh, nochmal Schmerzmittel. Die sind voll. Jetzt sind die wieder voll und die können wir nicht mitnehmen. Das ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Können wir den aufmachen? Ah, nee, das war der Deckel von dem. Was zum Geier, dachte ich mir gerade. Schwebt da einfach mal so eine Klappe vor uns her. Night. It's late goodbye. Hey, hey! NYPD. Ach was. Ich brauche den Code für die 7. Etage. Sicher, ich kenne ihn, ich kenne ihn. Warten Sie, euer 667. Des Teufels Nachbar, kapiert? Ja, hab's kapiert. Sehr lustig. Okay. Sie bleiben hier. Okay. Wir sorgen mal für ein bisschen mehr Arbeit. Das Arbeitsklima hier lässt ja auch zu wünschen übrig. Können wir denen einen mitgeben? Okay. Ich glaube, wir haben ganz spontan die Wirbelsäule gebrochen. 667. In, das Teufel sagt mal, ja, in... Oh! Gib mir Deckung! Das ist so nicht gut gelaufen. In Max Payne 1 gab es ja, als wir diesen... in Cold Steel waren, in dieser Drogenfabrik, und die Luft gesprengt wurde. Da gab es ja... mussten wir auch so einen Code finden, der war 665. Da sollte sich jemand die Nase putzen. Der eine hat eine Kalaschnikow. Keine Herausforderung für Doppeldiegel. So, wie geht's jetzt mit unserer Kalaschnikow? Na, 30 Schuss reicht nicht. Doppeldiegel. Ne. Alter, die haben den umgebracht. Scheiß Suff. Das kann nicht wahr sein. Die haben unseren sympathischen Freund hier umgebracht. Spitze. Wieso sind die Heizungen noch intakt? Hier. Na, wie gefällt's dir an... Warte. Ich pisse auf dich. So. Und auf dich auch. Ihr wollt ja immer so schön sauber bleiben, hä? Hä? So. Die Heizungen sind repariert worden. Das ist, finde ich, gut. Sekunde, die müssen wir noch zurechtrücken. Na, passt schon. Und mit dem Aufzug wieder hoch. Genau. So geht's mit dem Aufzug hoch. No trespassing. Doppeldiegel Power. Oh! Doppeldiegel Power. Ich glaube, langsam geht. Oh, ich wollte gerade sagen, langsam geht uns die Diegel-Munition aus, aber dieses weiße Spiel hat beschlossen, uns noch ein bisschen Nachschub zu geben.
Ey! Der braucht neue Zähne, glaube ich. 9 mm, 9 mm, ich müsste Diegel-Muni haben. Für die Diegel. Also, die Heizung hier. Die Heizung hier ist nicht zerstörbar. Wir sind voll Schlagzeuger. Jetzt nicht mehr. Die Heizung hier kriegen wir offenbar also nicht klein mit unserem Pistolengriff. Oh, ein paar Kopfschmerztabletten. Adon, 2 Tage und 2 Nächte, Adresse unbekannt. Der Kultserie aus den 90ern. Alle Folgen nacheinander. Ist es nicht mal zu dir, nicht wahr? So verrückt ne? Werden. Ich hatte mich in den Straßen von New York verirrt. Die Stadt hatte Mira und mein Mädchen verschluckt. Ohne es zu wollen, war ich Teil eines komplexen Spiels. Immer wenn ich über meine Schulter sah, verschwand ein Schatten hinter einer Ecke oder glitzerte ein Fernglas in einem Fenster. Sie überwachten mich, folgten jeder meiner Bewegungen. Immer wenn Mira tötete, veränderte sich die Karte der Stadt. Was? Wie ein Gletscher in Bewegung erschien bei jedem Schuss ein neuer Riss. Ich hatte alle normalen Orientierungsmethoden aufgegeben. Ich folgte den blutigen Spuren, die er hinterließ. Und er beobachtete mich dabei. Und das war's? Gleich nach der Pause die nächste Folge von Adresse Unbekannt in unserem Zurück an den Absender Marathon. Voll der Marathon, wenn ihr einfach nur Pausen zwischendurch macht. Ja. Der Typ hat offenbar Probleme mit seinem Spiegelbild. Oh, guck mal, die HMS Victory. Oh, jetzt liegt die weg. Oh. Warum, Oma? Warum hast du hier... Sekunde, kannst du dich nicht ein bisschen... Okay, sie scheint nicht sehr begeistert von unseren Ideen zu sein. Aber warum hat die Munition für Präzisionsgewehr... Sie steckt hinter all dem. So. Für den scheiß Cliffhanger. Ja. Der Typ, in dem es da offenbar geht, der hat offenbar... ist offenbar schizophren und hat Probleme mit seinem... Ihr wollt mich wohl verarschen. Können wir den Schrank öffnen? Nein? Okay, dann... kurz mal Wasserkosten in die Höhe treiben. Wo ist hier... Okay, das Teil kann man nicht anmachen. Gut. Lass mich so, lass mich raus. Ja, hat offenbar ein Problem mit seinem Spiegelbild. Dass er für seine zweite Persönlichkeit hält. Nee, dass er für eine andere Person hält. Das aber dabei seine zweite Persönlichkeit ist. Und er bringt offenbar... Pizza! Diese Pizza hört sich stark nach Karton an. Muss sehr gute Pizza sein. Oder... Wo ist sie? Hey, wir können springen schlagen. Wow, das ist eine... Das macht die Nachtschicht sauber. Hm. Porzellan! Für Guybrush Threepwood. Den größten Freund von Porzellan, den man sich vorstellen kann. Aus irgendwelchen Gründen. So... Das waren alles die Cleaner. Das sind schon irgendwelche blutigen Flecken. Und die Schrotflinte ist voll. Noch mehr Präzisionsgewehrmunition. Das. Und so viel Schmerzmittel. Ich habe das Gefühl, man verwöhnt uns. Das Bild hängt schief. Das Bild hängt schief. Das Bild hängt schief. Okay. Ach komm schon! Ich wollte dann einfach einen Sprung zur Seite machen und Max macht erstmal die
Okay. Mach das mal die Rolle des Jahrtausends. Eine. Ein glatter Sprung, mit dessen Landung eine leichte B-Note erhält, würde ich sagen. Willst du mich verarschen? Flieg, Max! Flieg, du Lande! Oh! Das sah aus, als hätte es wehgetan. Ja. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte eigentlich... Oh, guck mal, da unten brennt die Wude. Hier brennt die Hütte. Diesmal habe ich übrigens nicht aufgehört, W zu drücken. Schön in die Fenster reinschlagen. Vielleicht kann man ja irgendwo rein und dann gibt es irgendwie voll das Secret. Natürlich. Huh! Komm, warte. Warte. Nicht tun. Mit der Schrotflinte gegen Präzisionsgewehr. Sonst geht's noch, oder was? Oh. Munition für die 9mm, warum? Und wie kommen wir hier weiter? Ach, so kommen wir da weiter. Da unten ist schon da so ein Eingang. Schauen wir erstmal. Kann man hier was einschlagen? Wir nehmen erstmal wieder die Doppeldiegel. Die jetzt, wobei jetzt jeder Diegel scheinbar 10 statt 12 Kugeln drin hat. So, den konnten wir auch mitnehmen. Weil uns der große Zeh wehgetan. Hui. Die Bilder hängen doch alle schief. Hier kommt der Tisch. Ne. Hier lassen sich alle Dinge durch die Gegend schubsen. Aber kaputt geht hier wirklich gar nicht. Und schon wieder so ein Lattenrost. Die Explosion in meinem Apartment hatte ein Feuer ausgelöst. Ach was? Die Flammen umzüngelten meine Vergangenheit und ließen die Schatten nur bedrohlicher erscheinen. Ein klares Zeichen sollen wir jetzt setzen, wie es aussieht, in Kapitel 5. Ich musste runter auf die Straße. Ach, war klar. Sekunde. Ja, wir müssen runter auf die Straße, ich weiß. Aber wir müssen auch Löschmaßnahmen treffen.